I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. Willkommen bei Transcend World. Wir sind hocherfreut, Ihnen die Position eines Lokführers auf unserer Keystone Subdivision anbieten zu können. Ihre Bewerbung war herausragend und wir sind gespannt zu sehen, was Sie für die tägliche Arbeit im Cumberland Terminal mitbringen werden. Wir möchten, dass Sie sofort loslegen und werden Ihnen in unserer Einrichtung in Cumberland alle notwendigen Trainingslektionen geben, die Sie benötigen. Hand-Auge-Koordination ist beim Betreiben von Lokomotiven auf der Bahnstrecke unabdingbar. Sehen Sie nach unten zum Boden, nach oben zum Himmel. Nach links und nach rechts. Es gibt viele Dinge, die nicht vom Führerstand aus bedient werden können. Also müssen Sie sich einen Teil der Zeit wohl zu Fuß aufmachen. Vertreten Sie sich einige Sekunden die Beine, um sich aufzuwärmen. Teil Ihres Trainings ist damit abgeschlossen. Gehen Sie hinüber und steigen Sie in eine Lokomotive. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Um die Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie auf dem Sitz des Lokführers Platz. Gehen Sie hinüber und setzen Sie sich. Wenn Sie auf dem Lokführersitz einer Lokomotive sitzen, erscheint die Blickfeldanzeige der unteren rechten Ecke. Diese zeigt Ihnen wichtige Informationen über die Lokomotive an. Die Anzeigen auf der rechten Seite zeigen den Druck des Bremssystems an. Entlang der Unterseite befinden sich die Richtungs-, Leistungs- und Bremstypenanzeigen. Und zu guter Letzt, das Ausrufezeichen auf der linken Seite ist die Sicherheitswarnanzeige, bekannt als Alarm. Dieser leuchtet auf, falls etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert und muss bestätigt werden. Sicherheit steht bei der Eisenbahn an erster Stelle. Wir beginnen also damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Fangen Sie an und stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. Zum Steuern der Lokomotive gibt es drei Hebel: Fahrtrichtungswender, Bremsen und Leistung.
Der Fahrtrichtungswender gibt die gefahrene Richtung vor. Stellen Sie diesen auf vorwärts. Links befindet sich die Zugbremse, welche die Bremsen über die gesamte Länge des Zugs anlegt. Stellen wir diese nun auf Lösen. Wir sind nun bereit, loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn zweimal hintereinander. Denken Sie daran, Sicherheit steht an erster Stelle. Erhöhen Sie nun die Leistung, aber nicht zu viel. Zu früh zu viel Leistung kann sowohl die Lok als auch die Waggons beschädigen. Fahren Sie immer schön sanft an. Erhöhen Sie die Leistung um eine Stufe. Sie fahren. Großartige Arbeit. Um eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten, bewegen Sie den Leistungsregler wieder in die Position Leerlauf. Während Sie fahren, möchten Sie sich bestimmt einmal den Zug von außen ansehen. Dies können Sie tun, indem Sie eine der Außenkameras auswählen. Spielen Sie ruhig ein bisschen mit der Kamera, während der Zug ausrollt. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Stellen Sie die Zugbremse auf anfängliche Reduktion. Genauso wie beim Anlegen von Leistung kann ein zu schnelles Anlegen der Bremsen für den Zug und seine Ladung schädlich sein. Gut gemacht. Sie sind nun bereit, TrainSim World zu erkunden. Um mehr über die Betriebsabläufe bei der Bahn zu lernen, können Sie beim Erkunden Tutorials aktivieren. Außerdem finden Sie diese auch im Hauptmenü. Sie möchten etwas über das Rangieren lernen? Werfen wir einen Blick darauf. Bevor ein Zug irgendwo hinfahren kann, müssen Mannschaften zuerst die Wagen zusammenstellen. Akribische Planung stellt dabei sicher, dass die richtigen Wagen im richtigen Gleis stehen, um so den richtigen Zug zusammenstellen zu können. Steigen Sie in diese Lokomotive. Und wir fangen an.
Rüsten Sie die Lokomotive auf und fahren Sie auf die dort vorne stehenden Wagen zu. Gehen Sie es ruhig an. 5 Meilen pro Stunde reichen aus. Stoßen Sie vorsichtig an die Wagen an. Die Kupplungen verbinden sich automatisch. So, Sie haben es. Nun bringen Sie diese wieder hinter die im Gleis liegende Weiche zurück. Okay, der Zug hat die Weiche passiert. Wir können anhalten. Um diese Wagen auf dem benachbarten Gleis abstellen zu können, muss eine Weiche im Gleis gestellt werden. Steigen Sie von der Lokomotive herunter und gehen Sie zur Weiche. Bewegen Sie den Hebel so weit, dass die Schienen in die andere Richtung ausgerichtet sind. Exzellent! Wir sind nun bereit. Steigen Sie wieder in die Lokomotive ein. Drücken Sie die Waggons das Gleis hinunter und schließen Sie diese mit denen, die schon dort abgestellt sind, zusammen.
Sie machen das großartig. Weiter so. Um die Lokomotive von den Waggons abzukuppeln, steigen Sie herunter und gehen Sie zum ersten Güterwagen. Zunächst drehen Sie das Bremsrad am Güterwagen fest, damit die Waggons sicher stehen bleiben. Ziehen Sie den Trennhebel, um die Lok von dem Wagen zu lösen. Und das wäre auch schon alles. Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis alle benötigten Wagen auf dem gleichen Gleis zusammengestellt sind. Zum Schluss steigen Sie zurück in die Lokomotive und fahren das Gleis ein Stück hinauf, so dass diese zum Rangieren weiterer Wagen bereitsteht.